Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ja, einige werden es mitbekommen haben, über zum Beispiel Pauls Klemmbausbude oder wie er heißt, ich verlinke seinen Kanal unten, oder über den Steinemeister oder über die Klemme selber. Die Klemme ist dicht. Die Klemme ist ein österreichischer kleiner Einzelhändler mit dem Ladenlokal in Wien. Ja, und der wird momentan bedroht von Lego. Denn Lego hat festgestellt, dass es immer noch in vielen Sets patentschutzgeschützte Steine drin sind. Ja? Aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, aber da können wir noch dann später reden, ist es möglich, eine neue Form, eine neue Steinform zu machen. Sagen wir mal, du würdest jetzt ein großes L machen. Ja? So, einmal 4 und darüber einmal 3. Ja? Dann könntest du nach dem gültigen EU-Recht einen Patentschutz drauf machen. Diesen kann man sehr leicht anfechten und würde vermutlich bei genauerer Betrachtung auf die Dauer keinen Bestand haben. Aber derzeit kann man das noch. Und weil also solche Steine, jeder einzelne Stein für sich geschützt ist, gibt es auch noch welche, da ist der Patentschutz noch nicht abgelaufen. Und diverse chinesische Hersteller, aber auch zum Beispiel Kobi, benutzen solche Steine. Und die Reaktion von Lego ist, nicht gegen die chinesischen Hersteller oder gegen Kobi vorzugehen oder gegen die größten Versandhändler, um den Kleinen klarzumachen, so läuft es nicht. Nein, sie treten dem kleinen Einzelhändler, der zu wenig Geld und zu wenig Nerven hat, um bis zum EuGH zu streiten, dem treten sie in die Eier. Wow. Unsere dänischen Freunde aus Billund machen sich's richtig einfach. Sie benehmen sich wie ein Schulraudi, der zu feige ist, sich gegen mit Gleichstarken sich anzulegen. Nein, sie treten dem Kleinsten in die Eier. Das bedeutet konkret für den guten Mann Folgendes. Wie gesagt, ich werde sein Video unten verlinken. Dann kann er euch das genau aus seiner Sicht erklären, aus erster Hand. Ne? Ich mache das hier aus dem Grund, weil ich möchte, dass so viele Leute wie möglich das mitbekommen und mal wieder feststellen, was für ein Drecksverein Lego eigentlich ist als Firma. Ja. Ich weiß, da werden wieder einige sagen, ja, die haben aber recht. Ja, natürlich haben sie recht. Momentan, nach gültigem Recht, das gestehe ich denen zu, haben sie das Recht, so vorzugehen. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wenn ich eine Firma habe mit patentgeschützten Produkten. Und dann sehe ich auf dem freien Markt, dass von anderen Herstellern das gleiche Produkt illegal hergestellt worden ist und verkauft wird. Dann was bringt es mir, gegen den kleinen Einzelhändler vorzugehen? Das bringt doch gar nichts. Das ändert doch nicht an den Fakt, dass die ganzen Sets da sind mit den geschützten Steinen. Ändert doch nichts. Ja? Und wenn du ein Exempel statuieren willst, dann gehst du gegen den größten Online-Händler vor und dann weiß die ganze Branche Bescheid. Macht aber Lego nicht. Jetzt spiele ich mal Spekulatius und sag mal warum. Also, es ist nämlich so: Erstens mal, Bluebricks ist kein kleiner Laden mehr wie vor 3, 4 Jahren. Mittlerweile haben sie wie viele Filialen? 10 Filialen in der ganz Deutschland. Riesenzeug, sie haben über 80.000 Leute, die ihnen auf YouTube folgen, potenziell vermutlich alles Kunden und so weiter. Also, und Klaus, wenn es um gewisse Sachen geht, dann streitet er sehr wohl gerne. Und er weiß, wie es vor Gericht zugeht. Das ist der Inhaber von Bluebricks, dem größten deutschen Versandhändler und auch Konfektionierer. Da geht er aber Lego nicht vor. Weil Klaus würde mit denen voll bis zum EuGH gehen. Und Kobi genau das Gleiche. Denn vor Gericht würde Folgendes festgestellt werden, das, was die Chinesen schon lange festgestellt haben, und da bin ich mal ausnahmsweise auf der chinesischen Gesetzesseite, also das da hier, ist ein technischer Vorgang. Ja? Das heißt, wir befestigen einen Stein mit einer Öffnung auf einen Stein mit einer Noppe. Punkt.
Und ob es überhaupt rechtlich ist, einzelne Steine patentrechtlich schützen zu lassen, bei genauer Betrachtung ist sehr fragwürdig. Um euch mitzunehmen, in China gilt alles, auch die Figur, als technische Lösung. Und da sind die Patente schon abgelaufen, deswegen darf auch jeder chinesische Hersteller mehr oder weniger herstellen, was er möchte im Klemmbausteinbereich. Ja? Aber was würde denn passieren, wenn Lego jetzt gegen Kobi vorgeht und Kobi sagt, gut, wir gehen vor Gericht? Ich möchte euch das Urteil von 2010 vorlesen. Das ist vom Europäischen Gerichtshof. Ja? Da hat nämlich Lego tierisch eins auf dem Dach bekommen, tierisch eins auf dem Dach bekommen. Und zwar geht es um Folgendes. Die Steine sind nicht mehr markenrechtlich geschützt. Der Europäische Gerichtshof lehnt jetzt den Antrag von Lego auf Markenschutz ab. Also nicht Patentschutz, Markenschutz. Die Begründung der Richter. Der rechteckige Stein mit seinen acht zylindrischen Noppen ist zwar charakteristisch, seine Gestalt ist aber allein der Wirkung geschuldet. Die Form ermöglicht es, die Steine stabil aufeinanderzusetzen. Für sogenannte technische Lösungen wird kein dauerhafter Patentschutz gewährt, um Monopole zu verhindern. So, das bedeutet schlicht und ergreifend, bei genauer Betrachtungsweise, egal welche Form du als Hersteller auch nimmst bei deinen Steinen, Noppensteinen, es ist immer technisch. Weil du tust mit diesem Stein ja andere Steine verbinden. Um eine Mauer hochzuziehen, eine Ecke hochzuziehen, was auch immer. Ja, das ist alles eine technische Lösung bei genauer Betrachtungsweise. Weswegen der Patentschutz auf den Steinen sowieso zweifelhaft ist. Und markenschutzrechtlich haben sie schon gar keine Chancen mehr. Ja? Und das ist auch genau der Grund, warum Lego sich wie feige Schlägertypen auf dem Schulhof sich das schwächste Glied raussuchen. Und das ist die Sauerei dahinter. Ja? Das ist die Sauerei. Wenn sie gegen alle vorgehen würden, würde ich gar nichts hier sagen. Da würde ich sagen, okay, warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Ist ja nicht unsere Sache. Wir sind ja bloß Kunden, wir sind ja bloß Fan von Klemmbaustein-Fans. Aber in diesem Fall finde ich, das ist es einmal das so eine arschige Aktion von Lego. Und gerade sie, die so gerne einen auf Saubermann machen und auf Fairplay machen, sind doch selber der größte Dreckshaufen. Weil, und jetzt nur um euch noch mal mitzunehmen, ich habe das damals in Lego eine unerzählte Wahrheit in dem Video bereits schon aufgezeigt und dort unten auch alles verlinkt, um das zu beweisen, weswegen ich euch einfach das Video verlinke, statt jetzt unter das Video nochmal die ganzen Links rauszuholen und runterzuholen. Aber wie ich schon dort aufgezeigt habe, Lego hat ihr System von Kiddycraft geklaut. Kiddycraft war ein britischer Hersteller. Ja, mittlerweile ist der Name wieder in Kraft bei Thorsten, aber damals war es eine englische Firma und die hatte das System erfunden, vermutlich. Jedenfalls hatten sie in Großbritannien das Patentrecht drauf und auch für die angeschlossenen Länder des Commonwealths, also wo alle zu Großbritannien gehörten. Lego hat festgestellt, oh, das System ist nur dort patentrechtlich geschützt, also haben sie es kopiert. Und sie haben es praktisch eins zu eins kopiert. Wie ich auch in dem Video ebenfalls drin beweise, hat selber ein Produktionsdesigner von Lego das ja selber in der Dokumentation mal festgehalten. Sie haben das Kiddycraft-System ins metrische System umgerechnet und den Stein um 0,1 mm verkleinert. Das war's. Und damit haben sie Geld gemacht. Sie haben selber ihre ganze große Firma, ja, begründet im Ursprung darauf, dass sie ein System geklaut haben. Kiddycraft gab es dann nicht mehr, ist eingegangen. Und Lego gibt es halt. Lego hat es halt verstanden, bessere Produkte draus zu machen. Sie haben den Stein auch verbessert. Aber so eine Firma geht dann gegen einen kleinen Einzelhändler vor, statt sich mit den Großen anzulegen. Scheiße, ist das feige.
Und ich meine, hier in der Schweiz, wenn ich jetzt ein Geschäft aufmachen täte mit Klemmbausteinen und Lego würde gegen mich vorgehen, hätte Lego in der Schweiz ein Riesenproblem. Denn es gibt sowas wie im guten Glauben. Ich weiß leider nicht, ob das in Deutschland oder in der EU, ob es das auch gibt. Das entzieht sich meine Kenntnis. Ich kenne mich, was die Urteile angeht, nur was die reine Markenschutz angeht und so weiter aus. Was den Rest angeht, kenne ich mich leider nicht aus. Aber hier in der Schweiz haben wir etwas, da können wir uns darauf berufen, nämlich auf den guten Glauben. Ja? Das heißt, als Verkäufer muss ich doch davon ausgehen, dass wenn ich Klemmbausteinsets kaufe und Hersteller das hergestellt haben, dann muss das doch legal sein. Denn ich bin doch kein Rechtsanwalt. Ich muss mich doch nicht um jeden einzelnen kleinen Pfupp kümmern. Ja? Wenn die Steine doch patentrechtlich geschützt werden, illegal hergestellt werden, dann muss der Hersteller doch da muss man doch gegen den Hersteller vorgehen, damit es das nicht mehr gibt. Ja? Deswegen in der Schweiz könnten sie gar nichts. Ich befürchte, so wie ich den verstanden habe von der Klemme, würde das vermutlich dort aufs Ähnliche hinauslaufen. Aber der Punkt ist halt natürlich, und das muss man jetzt auch wissen, wenn er gegen das Lego-Urteil vorgeht und sagen wir, er bekommt Recht, wird Lego das weiterziehen. Dann bekommt er vielleicht wieder Recht. Und dann wird es weitergezogen. Lego gibt erst klein bei, wenn sie beim EuGH sind. Und erst wenn der oberste Gerichtshof endgültig entschieden hat, dann bleibt Lego gar nichts anderes übrig und dann müssen sie das akzeptieren, das Urteil, wie von 2010. Ja, das kann sich so ein kleiner Einzelhändler gar nicht leisten. Nervlich und kostenmäßig nicht leisten. Wir reden ja nicht von Millionenbeträgen. Du brauchst keine Millionenbeträge, um bis zum EuGH zu gehen. Aber du brauchst erstmal ein paar hunderttausend. So viel Geld muss schon sein. Und ja, also die Klemme, der Inhaber hat also entschieden, seinen Laden dicht zu machen. Und er hat auch einen Fackel, den muss er unterschreiben. Den hat er noch nicht unterschrieben. Wenn er das nämlich unterschreibt, dann darf er das, was er jetzt schon in seinem Bestand hat, darf er gar nicht mehr verkaufen. 6 Kubikmeter Ware ist ja schon verloren für ihn, die er bezahlt hat. Ja, die ist ja festgehalten worden am Zoll und natürlich beschlagnahmt. Und da, wie er da dagegen vorgehen müsste, das möchte ich euch hier an der Stelle ersparen, das kann er euch erklären. Aber es ist ein Riesenhaufen Aufwand. Er macht jetzt also Folgendes: Er wird jetzt seinen Laden versuchen, so schnell wie möglich leer zu kaufen, verkaufen in der nächsten Woche. Wenn ihr also ein bisschen zu viel Geld habt, er ist nicht der günstigste, aber wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt und ein paar Sets wollt, dann guckt mal bei ihm rein, dass er nicht völlig pleite geht. Denn wenn er jetzt diese Ware nicht verkaufen kann, die er auch schon bezahlt in seinem Laden steht, dann ist das ein Minusgeschäft von vielen, 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 vielen zigtausenden Euros. Und das würde den ruinieren. Und das finde ich absolut nicht korrekt. Ja, wie gesagt, würde Lego gegen alle Hersteller vorgehen und gegen die größten Online-Händler, dann würde ich sagen, okay, ich warte ab. Aber so finde ich das einfach nur eine feige, dumme Aktion von Seiten Legos. Meine Reaktion darauf ist, ich möchte euch das hier auch hier erzählen und euch darauf aufmerksam machen. Bombardiert Lego, aber bitte, bitte, Leute, wenn ihr einen Shitstorm gegen Lego macht, bedenkt bitte, dass diejenigen, die das als erstes lesen, das sind nur kleine Angestellte. Okay? Die können nichts dafür. Also bitte wählt euren Ton und euren Kommentar so, dass es klar ist, dass man Lego dafür verurteilt, wie sie derzeit vorgehen, und zwar als Firma, nicht den einzelnen Mitarbeiter. Ja? Ich habe bereits eine Mail geschrieben. Des Weiteren, was ich jetzt mache, ist,
weil ich einfach so schräg drauf bin, aus dem Spektrum bin und deswegen mal wieder überreagiere. Ich werde in Zukunft jetzt hin und wieder geklaute Lego-Sets vorstellen. Ja, ich werde mir Fake-Kopien, Copycats besorgen. Ich habe mir schon die Razor Crest besorgt und den, den Austin Martin habe ich mir jetzt bestellt. Dann gucken wir mal an, wie gut die Qualität der chinesischen Copycats ist. Ne? Und gucken mal, ob die Lego-Konstruktionen so toll sind, ob es sinnvoll ist, wirklich das echte Modell zu kaufen. Ich mache es jedenfalls nicht mehr. Und da ich nicht in Deutschland wohne, habe ich auch kein Figurenproblem. Was bedeutet, bei mir werden die Pakete am Zoll nicht aufgehalten. Für diejenigen für euch, die so Lego-Fake-Kopien kaufen, in Deutschland und Österreich nach EU-Recht kann es passieren, wenn Figuren drin sind, dass der Zoll euch das Paket zurückhält. Wenn keine Figuren drin sind, wird mit größter Wahrscheinlichkeit nichts passieren. Ich habe jetzt noch von keinem Fall gehört, wo jemand eine kopiertes Lego-Set nicht bekommen hat, ohne Figuren. Falls ihr was Besseres wisst und genauer sagt, könnt ihr es uns reinschreiben. Aber ich jedenfalls werde also jetzt ab und zu Lego-Sets kaufen aus China. Ja, nicht, dass ich unbedingt der größte Fan bin davon. Ich mache das jetzt rein aus Trotz und Prinzip. Ja? Ich baue die Sets auf, ich mache ein Video, stelle es euch vor und dann verkaufe ich die gleich wieder. Ne? Ich brauche es nicht. Ja, das ist meine Reaktion darauf. Ich finde es einfach himmelarsch und also ich finde es himmeltraurig, wie Lego mal wieder vorgeht und zeigt, dass immer nur auf die Kleinsten und Schwächsten drauf rumgehakt ist. Also, nochmal, bevor ich jetzt hier ausschalte. Ja, Lego darf das. Aber ethisch und moralisch gesehen, es ist absolut unter aller Sau, so vorzugehen. Und nicht gegen die Hersteller vorzugehen. Gut. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns demnächst wieder beim nächsten Video. Macht's gut und viel Spaß beim Bauen. Bye bye.